So, willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Fire Emblem. Ja, ich habe jetzt die ganzen Sachen schon eingestellt, damit wir gleich in den Kampf streiten können. Was haben wir hier? Ja. Schön, Verbündete. Das wird gleich mal gespeichert. Ja. Ah, sehr schön. Wer sind die Verbündeten? Ah, okay. Die Fahnzone aktivieren. Da oben ist ein Dorf. Da oben ist ein Dorf, da müssen wir hin. Offenbar bleibt mal in der Gefahrenzone. Der hält eh viel aus. Passt. Der Rest stürmt einfach nach oben. Ja. Weil da ist ein Fluss, da komme ich nicht drüber. Da muss ich sowieso da oben gehen. Aber die anderen reiten so schnell wie möglich zur Verstärkung. Na gut. Und der Heiler auch noch da hoch. So. Achso, ja, ich kann ja die auch lenken. Ja, gute Frage. Wo stelle ich die am besten auf? Hier. Knapp außerhalb der Gefahrenzone. Alter. Ja, sorry dafür, dass diesmal ein bisschen langsam ist. Und ja, ich habe auch Kommentare gelesen, dass ihr diese Bildschirmauflösung hier besser findet, also wenn ich seitlich habe, so wie jetzt gerade. Habe mir gedacht, ja, mache ich halt. Denn mir ist es egal, ob ich so spiele oder oben unten das Bild. Aber ich weiß gerade nicht warum, aber es ist ziemlich langsam. Das war es bei den letzten Malen nicht. Ich renne jetzt noch nicht. Na okay, ich habe ja das gerade mein Virenprogramm durchrennen, aber es sollte eigentlich nicht zu aufwendig sein. Es wäre mir neu, dass das aufwendig ist. Ja. Stahlschwert, das geht. Ah, kritisch, sehr schön. Zwar unnötig, aber sehr schön mit anzusehen. So. Perfekt, Excalibur tötet ihn mit einem Schlag. So, jetzt noch irgendwie den ausschalten. Mit Wurfbeil. Go! Treffer! So, und jetzt neu formieren außerhalb der Gefahrenzone. Mart kann da vorrücken bis darauf. Ja. Ich will da jetzt mal kein Risiko eingehen und entferne mich mal aus der Gefahrenzone. Und zwar so weit wie nur irgend möglich.
hier einfach mal weg aus der Gefahrenzone. Denn die rücken da mit Verstärkung an da oben. Einfach weg aus der Gefahrenzone. Und ja, er bleibt in der Gefahrenzone, um die Gegner anzulocken. Und dahinter platzieren wir ihn mit einem Langspeer ausgerüstet, damit er auch angreifen kann. Ja, und die anderen Schützen Marz da oben. Holen Dieb zwar nicht, nein, du sollst da auf. Irgendwo habe ich noch. Ah, Heilerin. Hätte ich jetzt fast vergessen. So. Ja, sehr gut, dass ich ihn auch mit einem Langspeer ausgerüstet habe. Habe ich jetzt gar nicht nachgesehen, ob der auch einen Langspeer hat, aber clevere Idee auf jeden Fall. Kommen alle zu mir. Hier jetzt eine clevere Taktik mit dem Langspeer, was natürlich daneben gehen muss, ist ja klar. Das war dämlich. Habe ich irgendwie eine Heilung auf Entfernung? Nee, oder? Nee, ja, ich kann Teleport, aber das könnte. Aha. Ich dachte, ich kann mit anderen her teleportieren. Nee, ich kann nur ihn weg teleportieren. Na dann bringt es mir nichts. Muss ich irgendwie hoffen, dass Jagen hier überlebt. Oder ich riskiere und setze einen Nabel aufs Spiel. Mit dem Eisenschwert greift er doppelt an. Das ist zwar jetzt riskant, aber ja. Das hier auch, aber man kann sie probieren. Besuchen wir da mal. Ah, den Feuerstein erhalten, sehr schön. Einmal von Pegasus. Der Bogenschütze trifft mich nicht, okay. Nur der Pegasus-Reiter trifft mich, das ist sehr gut. Da passiert mir nicht allzu viel. Ottmar. Achso, ja. Ja, ihr könnt da unten alle stehen bleiben. Ich will nur noch meinen hier bewegen. Ja, ihr könnt stehen bleiben da unten, wo ihr seid. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Kein Schaden und ich mache Schaden. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Denn jetzt bin ich tot. Das Level up noch und jetzt bin ich tot. Ja. Genau so habe ich mir das gedacht. Ein super toller Schwertmeister ist tot.
ich habe Hilfe. Der ist ein bisschen OP. Ja. Probieren kann man ja. Excalibur. Kritisch. Perfekt. Hätte ich den irgendwie ansprechen können? Scheiße. Oh, der hätte mich sowieso umgebracht. War wohl clever, ihn auszuschalten. Geht er gerade irgendwie überhaupt nicht taktisch vor? Geht er taktisch irgendwie ziemlich unklug vor? Ja. Taktisch gesehen könnte man den hier ausschalten. Den hier. Ja, den könnte man ausschalten. Taktisch klug wäre es auch, den Bogenschützen auszuschalten. Aber der stirbt wieder nicht. Egal. Immerhin 10 Schaden. Irgendwer wird schon die Kraft haben, ihn zu töten. Hier. Ja, das Eisenpferd. Sehr schön. So, hinter ihm ist es sicher. Das heißt, ich kann jetzt da hier... Heilung reicht nicht ganz. Wir machen eine Pflege. Und dann den... Warte mal, da unten ist ein Ritter. Ich habe sowieso den Ritter tot. Rittertod, nicht, nicht Ritter. Rittertod ist doch für Pferde. Silberlanze? Alter, da überlebt eine Silberlanze. Weg hier. Wenn ich hier jetzt weggehe, dann ist meine Heilerin in Gefahr. Er könnte zur Not noch schützen. Machen wir aber nicht. Dieses Risiko gehe ich mal nicht ein. So, Wurfbeil. Kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Hier, Mart greift einfach den hier an. Der überlebt zwar, aber egal. Ich bekomme sowieso keinen Schaden. Und hier... hier safen wir. So, die unteren... Ja, kommt mal rauf zum Kämpfen. Ja, perfekt, gleich zweimal. Ah, mein Dieb ist stärker. Oh, perfekt.
Ja, das überlebe ich. Gerade noch, aber ich überlebe es. So, jetzt. Okay, zuerst muss der da unten sterben. Sehr witzig. Wir töten ihn mit einem Schlag, nicht mit zwei. So, den Schlüssel für die Tür halten und ich kann da wieder mal nicht heilen. Denn der steht eins zu weit weg. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir hier einkaufen können. Ja, Waffenmeister, Stahlschwert, habe ich noch genug? Ja, okay, habe ich noch alles. Habe ich noch alles, brauche ich nicht. Was bringt mir das? Achso, das brauche ich dann später noch. Warte. Ja, alle warten außerhalb der Bahnzone. Nee, doch nicht, anscheinend nicht. Da unten habe ich nicht nachgesehen. So, jetzt heilen wir hier mal. Perfekt. Und die Heilerin levelt auf. Yes. So. Also der kann mal nicht auf Inferno angreifen. Was, komm. Stahlbogen. Stahlbogen greift sich jetzt auf Inferno an. Ja, immerhin ein bisschen was. 9 Schaden. Drei Schaden. So, und jetzt noch irgendwem, der zu Hilfe eilt. Hier, du einmal zu Hilfe da. Töte ihn mit Eisenschwert. Ja. Und tot. So, das safen wir mal. Nee, wir warten noch mit dem Angriff. Da oben ist ein Heiler, wie kann ich die ausschalten? Muss ich da einmal im Kreis? Ja, natürlich. Sehr gut platziert, dieser Heiler. Na komm. Komm, nimm den mit und daher. So. Wo ist denn noch einer? Achso, da die drei da hinten. Habe ich komplett vergessen. Den kann ich offenbar vergessen. Nein. Ich brauche doch meinen stärksten Schwertkämpfer und meinen stärksten Magier. Na egal, nicht wirklich. Attacke. Auf jeden. Für was brauche ich den Türschlüssel? Brauche ich den hier irgendwo? Hier ist keine Tür, ne. Den brauche ich für ein späteres Level. Ich brauche mal meine ganzen Schützen auf Entfernung. Die halbwegs Schaden anrichten können. Hierhin. Warte mal, der kann reden hier. Ja, dann rede mal mit Marz. So.
Frag mal. Ja, der kann sowieso wieder nichts anrichten. Der Dieb ist nur dafür, Schlösser knacken und so. Den Dieb darf ich nie irgendwie verlieren. Machen wir diesen Weg, der ist kürzer. So, Mart noch. Nicht hierhin. Ja, bleib hier. So, dieser Bogenschütze greift mal von hier an. Dieser Bogenschütze greift mal gar nicht an. So. Jetzt wird erstmal der Heiler ausgeschaltet. So, damit er hier nicht unnötig heilen kann, also damit er hier nicht unnötig nervig wird. So, Ogmar wird geheilt, den brauchen wir nächste Runde. So, du greifst nächste Runde an. Du nicht. Du bist geschwächt. So. Ich muss noch eine Runde auf meinen Magier warten, denn den brauche ich. So. Ah, schön, der kann jetzt schon angreifen. Excalibur. So, und die letzten drei. Mal sehen, wer hat noch nicht, wer will noch mal, was ist mit dem? Ja, 0x2, das war doch klar. Stahlschwert. 1 zu wenig. Wie viel macht? Ne, Eisenbogen macht keinen Schaden. Der andere Bogen. Stahlbogen. Auch keinen Schaden. Ja, dann werden wir auch mal hier. Ja, Alter, nicht mal das. Wurfball zieht 3 ab. Okay, Wurfball zieht 3 ab. Mit einer 56%igen Chance. War doch so klar. Angriff mit dem Eisenschwert? Nee. Stahllanze? Nicht ganz. Rittertod? Nee. Langspeer? Nee. Silberlanze? Würde reichen. Silberlanze will ich aber nicht. Ich will Rapier. Ja, Rapier, go! Der ist sehr effektiv gegen diese fetten Dinger. Treffer! Silberlanze erhalten. Perfekt, wer kann noch eine Silberlanze tragen? Du noch nicht, aber. Geben wir sie nächste Runde mal in den Vorrat. In den Vorrat geben wir den Feuerstein und die Silberlanze. Perfekt. Ah, und jetzt kann ich noch eine Runde warten, ja. So. Und das war's wieder für diesen Part. Wenn der Genial hier war, dann lacht ich hier und verloren bleibt auf der Hut, ja.
So, das war's wieder für den Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.